gerade, ich weiß, es kam jetzt länger kein Video von mir. Fast eine Woche oder sogar eine Woche. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Wetter auch ziemlich dämlich, weil ich bin ziemlich überbelichtet, keine Ahnung warum. Aber ich will schnell ein Video machen und zwar über meine aussortierten Sachen, weil ich habe ganz schön viel wieder zusammenbekommen und ich will die heute auch dann schon verschenken. Also, ich fange auch mal an. Als allererstes mit dem Bronzer. Ja, was soll ich sagen zu dem? Ich habe ihn ja eine Zeit lang verwendet, man sieht es auch, glaube ich. Das ist ja dieser Bourjois Bronzer, aber mir gefällt er mir nicht. Wenn ich ihn auftrage, dann, weil ich eben so hell bin, ihr seht es ja in der Kamera, weil ich so hell bin, kommt er ziemlich fleckig und orange raus. Deswegen bekommt er meine Cousine, ich habe sie schon gefragt, ob sie ihn haben will und sie gesagt, sie will ihn haben. Also bekommt er meine Cousine. Als nächstes habe ich die Labello Coconut Lip Butter. Ich glaube, die ist bei mir schon abgelaufen. Zumindest, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, weil ich habe sie aber gut benutzt, muss man sagen. Sehr, sehr gut benutzt. Aber ich werde sie jetzt entsorgen, weil die ist schon sehr, sehr lange offen. Was ich noch entsorgen werde, ist das hier. Das hat mir meine Schwester gegeben. Ich habe mir ja eine Zeit lang meine Nägel selber gemacht. Und ich habe aber wieder aufgehört. Ja. Das war so ein, ihr wisst ja schon, wenn man feilt, ja, egal. Ich habe sowieso aufgegeben, mir die Nägel zu machen, wenn nichts gehalten hat. Deswegen habe ich den jetzt aussortiert. Ja, was ich noch aussortiert habe, ist eine Nagelfeile, die ja sehr, sehr ranzig aussieht. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir die Nägel selber gemacht, deswegen sind so viele Nagelutensilien dabei. So wie das hier. Das sind so Tipps gewesen von Kiss. Ich hatte die mal drauf, da war ich so, so zufrieden damit, weil das hat wirklich schön ausgeschaut, wie ich mir die Nägel selber gemacht habe. Und bei dem zweiten, dritten und vierten Mal haben die nicht mehr gehalten. Ich weiß nicht, was daran, vielleicht hat es an Gel gelegen oder an denen, weil das Gel konnte ich einfach ablösen von diesen Tipps. Beim ersten Mal nicht, aber dann beim zweiten Mal, wo ich es nochmal gemacht habe, schon. Die sehen so aus. Ich glaube, die gibt es sogar aktuell nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Stück drin, ich werde die einfach entsorgen. Aber was mache ich damit, wenn ich mir die Nägel eh nicht mehr selber mache und es ist nur noch ein, zwei Stück sind nur noch drin. Dann habe ich hier einen Nagellack, den habe ich vor kurzem auf meinen Nägeln oben gehabt und mir hat der überhaupt nicht gefallen. Deswegen werde ich den aussortieren. Das war aus meiner allerliebsten LA, aus der Sun Club Essence LA. Da habe ich mir alle Nagellacke damals gekauft, aber die Farbe gefällt mir an mir persönlich überhaupt nicht. Deswegen werde ich die meiner Nichte schenken, weil die freut sich eh immer über solche Sachen. Das hier werde ich auch aussortieren. Das habe ich immer benutzt, um mir, wenn ich meinen Eyeliner mache, damit ich mein Make-up nicht ruiniere, habe ich mir das dran gehalten, meinen Lid gezogen und dann den Eyeliner gemacht. Ja, ich habe jetzt ein neues, deswegen werde ich das entsorgen. Das ist nämlich schon echt eklig und man kann es auch nicht mehr waschen. Dann habe ich hier einen Lipgloss, wo meine Cousine wahrscheinlich mich steinigen wird, aber ich werde ihn eh niemals verwenden. Das ist dieser Basic Lipgloss mit Melone. Irgendwer wird den schon nehmen, freiwillig. Ich benutze eh kaum noch Lipgloss, also habe ich mir gedacht, entsorge ich bzw. verschenke ich den. So. Dann habe ich den Cognac-Schwamm aussortiert, weil ich damit überhaupt nichts anfangen habe können. Den zweiten schenke ich einer Freundin, der ist auch schon auf die Seite gelegt extra. Aber den anderen habe ich, wie gesagt, entsorgt. Deswegen habe ich das für euch noch aufgehoben, damit ihr seht, welcher das war. Ein Wimpernkleber. Der ist schon sehr, sehr alt. Ich glaube, der ist auch schon urkomisch. Ja, der ist so gelblich. So leicht gelblich ist der schon. Und ich hatte den schon sehr, sehr lange offen. Und deswegen werde ich den einfach entsorgen und fertig. Vielleicht kaufe ich ihn mir nochmal nach, weil ich habe irgendwie jetzt so Bock, mir wieder Wimpern aufzukleben. Aber ich überlege es mir noch. Dann die Augencreme von Rival de Loup. Schwere, schwere, schwere Enttäuschung. Bei mir haben meine Augen angefangen zu brennen. Mir hat das auch jemand unter ein Video geschrieben. Ich zeige euch die mal von nahen. Aber ihr kennt sie. Ich habe euch die ja, glaube ich, vor kurzem noch gezeigt. Ja, ich kann sie leider nicht verwenden. Ich habe meiner Mom versprochen, dass ich ihr die schenken werde, weil sie eine Augencreme braucht. Ich hoffe, bei ihr brennt sie nicht, weil wenn ja, dann keine Ahnung, was wir da machen werden. Ja, dann habe ich zwei Beauty Blender. Einen, den kriege ich gar nicht mehr sauber, der schaut schon echt widerlich aus. Und den anderen, der ist mir zu hart. Das ist von derselben Marke. Und wenn ich das auftrage, dann lässt sich das Make-up oder Concealer gar nicht verblenden. Bei beiden nicht. Das waren die beiden von Bieber.
Deswegen werde ich sie jetzt entsorgen und ich bin auch froh darüber. Was ich noch entsorgen werde, ist das hier. Ich habe ja vor kurzem darüber geredet in einem Sammlungsvideo, glaube ich. Und das hat sich auch gelb verfärbt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es hat sich auch gelb verfärbt. Ja, das war übrigens, Entschuldigung, ein Hitzeschutzspray von Eiko. Die habe ich mal von der Arbeit mitnehmen dürfen. Wurden abgezeichnet und da durfte ich es mitnehmen. Ich habe es ein paar Mal verwendet, wie ihr sehen könnt. Aber wirklich nur ganz, ganz wenig verwendet, leider. Er war gut, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ja, ich habe es halt so selten verwendet. Jetzt in letzter Zeit föhne ich meine Haare auch öfter und jetzt bräuchte ich einen Hitzeschutz und ich finde keinen, der mich anspricht. Naja, mal, ich guck mal weiter, ob ich irgendwann einmal einen finde. Ein Essenznagellack schon wieder. Ich bin so langsam dabei, meine Nagellacke auszumisten. Ich bin immer am Überlegen, welchen ich dann immer ausmiste, aber ich schaffe es, welche auszumisten. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist von der 50s Girls Reloaded, so ein weißer Nagellack. Ich benutze den überhaupt nicht, der ist auch komplett voll. Und deswegen habe ich mir gedacht, den kriegt auch meine Nichte und fertig. Ein Spitzer, der mir total kaputt gegangen ist. Man sieht das wahrscheinlich nicht, aber der ist mir da irgendwie komisch gebrochen. Und wenn ich ihn Kajal spitzen wollte, ist mein Kajal so halber durchbrochen. War nicht so witzig. Ich habe aber einen neuen schon. Die schmeiße ich nach einer Zeit weg von Essenz, weil die verbicken irgendwann einmal so grässlich und deswegen schmeiße ich die nach einer Zeit weg. Ein Kajalstift, den habe ich extra von der Arbeit haben wollen. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Mir gefällt er nicht so gut, weil die Mine so hart ist. Aber den werde ich meiner Cousine schenken, weil sie gesagt hat, ihr gefällt der. Und ich habe gesagt, ich habe ihn zu Hause, ich benutze ihn nicht, sie kann ihn haben. So sieht er aus. Der ist von Makeup Factory. Das ist so ein grüner Kajalstift. Ja. Die Farbe ist schön, aber ihr kennt es mich, ich mag solche zum Anspitzen irgendwie nicht. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Gar nichts mehr in letzter Zeit. So. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen kurz, aber ich wollte das schon mal abdrehen, weil ich will ja wieder aussortieren und das sammelt sich dann noch mehr an. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr irgendwas aussortiert habt, was ihr schon länger habt. Weil ich habe immer so Probleme, mich von ein paar Sachen zu trennen. Aber es wird besser, wie ihr sehen könnt. Nicht so gut, aber es wird besser. Ich meine, den Bronzer, den gibt es ja auch nicht mehr und ich sortiere ihn trotzdem aus. Das ist schon mal ein großer Schritt für mich. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!